Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Endlich nach so einer ewig langen Zwangspause bin ich endlich wieder hier in, ja, scheinbar in Nagrand. Und ich muss ganz ehrlich gesagt zugeben, ich habe natürlich alles vergessen. Und kurz bevor wir anfangen, eigentlich wollte ich jetzt noch gar nicht aufnehmen, denn ich bin, wie gesagt, jetzt endlich wieder hier zurück zu Hause und konnte eigentlich normalerweise wieder durchstarten. Allerdings bin ich erkältet, mein Hals, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch hört, meine Stimme, alles leicht bis mittelstark lediert. Und ich pumpe mich hier schon zu mit heißem Tee, mit Honig und so weiter und so fort. Aber ich bin einfach ein bisschen ungeduldig. Ich wollte einfach nicht noch länger. Und ich habe letztens noch eine Folge Minecraft probeweise aufgenommen. Naja, wie gesagt, alles ohne wirkliches System. Und jetzt denke ich mir, startest du wieder durch und ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Ich weiß nämlich, wie gesagt, gar nicht, wo wir sind. Okay, wir sind hier oben. Wir finden die Überlebenden. Sollen wir das nochmal? Wo ist denn das hier? Findet die Überlebenden. Sollen wir jetzt einfach absuchen oder nochmal lesen? Ich weiß das gar nicht. Wo ist denn die Nummer 1? Okay, darf ich mal kurz lesen? Ältester Ungritz bei der magarischen Prozession in Nagrand möchte, dass sie 5 gefangene Magar befreit. Okay. Gut, dann befreien wir doch einfach mal, würde ich sagen. Einfach mal der Nase lang. Und mal gucken, was uns... Ach, wir müssen hier nach oben. Ich weiß, ich erinnere mich. Beziehungsweise nicht jetzt an das, was wir letztens gemacht haben, sondern tatsächlich an die Quest. Okay, die müssen wir auch hauen. Gut, dann machen wir das doch mal. Boah, die Steuerung. Was? Wieso bin ich denn... Hä? Wieso bin ich denn jetzt... Okay. Du, hör mal auf. Ich weiß gar nichts mehr. Nichts mehr über die Steuerung, über nichts mehr. Okay, ich weiß, der ist böse. Oh, der war mal Elite. Stirb. Und du auch. Okay. Ich muss so, ich hau dir mal einen auf den Kopf. Weil du bist scheinbar niemand, den wir benötigen. Na, aufhören. Nicht hauen. Okay, sehr interessant. Wir haben hier wieder Erze. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Also ich habe vieles vergessen. Vieles, an das ich mich schlecht bis gar nicht mehr erinnern kann. Aber das ist irgendwie, das ist... Ja, wie soll ich sagen? Das liegt mir im Blut. Und dem werde ich auch nicht mehr widerstehen wollen. Okay, also Gefangene töten und Oger befreien. So war ja richtig, ne? Habe ich ja... War ja richtig, oder nicht? Stirb doch mal bitte. So. Okay, die Schläger der Totschläger. Schläger? Ich hoffe, die Frames bleiben konstant. So wie es aussieht, ist das der Fall. Das ist zu weit entfernt. So. Nicht, nicht immer. Nicht mit Schattenblitz. Schattenblitz ist fies. Entschuldigung, wenn ich mich zwischendurch mal ein bisschen räusper. Ich versuche das wirklich zu unterdrücken. Allerdings, das ist jetzt wirklich keine Ausrede oder irgendwie gespielt oder so. Es ist wirklich wahr. Ich habe wirklich eine miese Erkältung. Gut, war jetzt die Tage noch schlimmer. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Aber das war schon nicht mehr schön. Weil direkt nach der Zwangspause, ich bin wieder hier. Habt ihr es gesehen? Hier unten? Habt ihr die Bildfehler auch? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wie gesagt, wollte ich eigentlich starten und dann natürlich die ganze Zeit im Exil quasi, im Aufnahmeexil, wo ich nichts machen konnte, da war ich gesund. Und prompt bin ich hier. Ach, jetzt brauche ich auch noch die Schlüssel, natürlich. Ja klar, was denn sonst? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wie gesagt, kaum zu Hause, natürlich sofort die Erkältung. Ich kann das noch nicht tun, noch nicht bereit. Aber es geht wieder ein bisschen. Das Dumme ist jetzt nur wirklich, dass wir jetzt hier nicht irgendwie mehr in die Quest reinkommen. Ich könnte jetzt alle eigentlich nochmal vorlesen. Das könnte ich machen, aber ich glaube, das wäre auch doch ein bisschen zu qualvoll. So, Schlüssel... Hoch, wo bin ich? Hey!
Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ach da, du warst im Dicken drin. Oh, das klingt falsch. Irgendwas stimmt mit der Grafik nicht. Das habe ich vorhin schon bei der letzten Aufnahme Minecraft gemerkt. Da droppten die Frames. Und hier habe ich diese komischen Schlieren im Bild. Ich hoffe, die sind bei der Aufnahme nicht zu sehen. Und wenn doch, bitte ich um Entschuldigung. Ich kann mir das momentan nicht erklären. Ach ja, ihr mit euren... mit euren Schlüsseln. Hallo, ich bin Schurke. Ich brauche keine Schlüssel, um Schlösser zu knacken. Ich finde das eigentlich beleidigend. Eine Beleidigung meiner Klasse. Stirb du mal ein bisschen. Und die... Achso, die haben... Okay, die haben nur die oder die anderen auch Schlüssel? Ich kann das noch nicht tun. So, du. Und dann kriegst du auch noch ein bisschen dein Fett weg. Nicht genug Energie. Was freue ich mich hier wieder zu spielen? Ganz ehrlich, ich habe es so vermisst. Ich habe WoW richtig, richtig, richtig stark vermisst. Und prompt droppen die Frames auf 22, 23. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Irgendwas ist da faul im Staate Dänemark. Okay, hier ist auch niemand mehr drin, ich weiß es nicht. Schon habe ich wieder 60 Frames. Merkwürdige Sache. Egal, ist halt alles typisch Startschwierigkeiten. Noch nicht bereit. So. Wie viele müssen wir jetzt von den Leuten hauen? Wir haben hier doch zwei Quests, haben wir. Ah, okay, die Hexenmeister müsste ich jetzt auch noch hauen. Gut, dann machen wir das einfach mal. Wir sind ja so. Da sind wir nicht so zimperlich. Ich bin außer Reichweite. So, dankeschön. Noch ein Gefängnisschlüssel. Ich habe zu wenig Energie. Hallo, stirbst du mal bitte? Ich brauche ein Ziel. So, jetzt müssten wir doch auch eigentlich alle Gefangenen befreit haben, oder? Super. So, und die Hexenmeister müssen wir noch. Nicht mit böser Schattenmagie, nein. Ich habe zu wenig Energie. Super. Okay, hier, wie es scheint, sind wir... Okay. Hier sind wir fertig. Da können wir direkt hier auch abgeben. Machen wir direkt mal. Ich muss gucken. Wie lange jetzt mein Hals durchhält. Ich bin auch schon ein bisschen leiser am Sprechen. Guck an. Ach, wie ist das schön. Und ich muss zugeben, ich muss ja selbst noch spielen, privat. Ich habe ja selbst noch keinen einzigen auf Level 100. Und es steht eigentlich quasi ja schon Legion vor der Tür. Das ist mir in meiner ganzen WoW-Laufbahn noch nie passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also davor war ja Cataclysm irgendwie das vernachlässigste Add-on. Aber jetzt Warlords of Draenor, also mein lieber Scholli. Hallo, na Ältester. Raus damit! Nein, okay, das war ein blöder Witz. Findet die Überlebenden. Ihr habt geschafft, was keiner für möglich hielt und unsere vermissten Brüder und Schwestern zurückgebracht. Für die Magar seid ihr ein Held, Nemesis. Alle werden euren Namen kennen und wissen, was ihr für uns getan habt. Da bin ich froh. So, das nehmen wir das mal, ja? So, wie bitte was? Minus 6 Crit, 7 Beweglichkeit, ich nehme das jetzt einfach. Zum Sieg. So wirklich schlau. Warum droppen die Frames? Ich verstehe es nicht. Irgendwas. Naja. Das ist ein guter Anfang, aber ihr Anführer muss getötet werden, damit eure Taten auch langfristige Erfolge erzielen können. Ja, super. Chovar, der Plünderer. Habt ihr je einen Oberkönig gesehen, Blutelf? Nur wenige haben es überlebt und können davon erzählen. Unglücklicherweise haben wir es genau jetzt mit einem zu tun. Den Anführer dieser Barbaren ist ein Oger namens Chovar. Gerüchten zufolge soll er die Kron aus den Höhlen vertrieben haben. Danach hat sich Cho zwar
Chovar selbst zum König ernannt und die Ogre-Clans, die unter den Krummen gedient haben, aufgelöst. So entstanden die Totschläger. Such tief in den Höhlen des Totschlägerhügels nach Chovar, tötet ihn und bring mir seinen Kopf. Ja, natürlich. Ältester Yorli bei der magarischen Prozession in Naran möchte, dass sie Chovar den Plünderer tötet und Chovars Kopf besorgt. Natürlich. Das ist so wie, bring mal Pfund Gehacktes mit von Netto. Bringen wir den Kopf mit. Ja, ausgebongt. Kopf, Füße. Noch was? Ein Stück Rippchen. Ein Stück Rippchen vor allen Dingen. Oh, guck mal. Ich hoffe, das nervt nicht. Ach, Moment mal. Ich habe ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe mich dann damals, ich kann jetzt mittlerweile schon von damals sprechen. Ich glaube, da habe ich mich auch mal für entschuldigt, oder? Und ich meine, man hat mir ans Herz gelegt, mich nicht mehr zu entschuldigen, weil das ja halt Teil des Spiels ist. So. Müssen wir einmal um den Berg rum. Und einmal hier in die Höhle rein, bevor ich natürlich Adamantit vorkomme. Denn dafür gibt es nämlich noch gut XP. Und mit ein bisschen Glück auch ein bisschen Gold. Wie viel haben wir denn? Ja. 2597. Doch, ist okay. So, schleiche ich mich durch oder metzel ich mich durch? Na. Na. Kann ich? Nein. Alter, ist gut. Dankeschön. Ich bin außer Reichweite. Nein, ich wollte eigentlich dich hauen. Kann ich da oben hin? Ich muss näher ran. Na komm. Schade. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es hochgeht, verdammt. Okay, hier wäre ein Anfang. Ich wollte ganz skillig, wie ich bin, per Schattenschritt oder Shadow Step hoch, aber hier geht es auch nicht hoch. Was ist denn das hier? Die Frames machen mir Sorgen. Muss ich jetzt hier nach der ersten Folge auch schon wieder stoppen? Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht so sonderlich recht. Muss ich gestehen. Hallo? Wie komme ich hier hoch? Das hat doch sonst all die Jahre immer geklappt. Hätte ich diesen bekloppten Trick mit dem Shadow Step nicht versucht, wäre das jetzt vielleicht gar nicht so problematisch geworden. Okay, so. Aber hier geht's doch auch raus. Habe ich jetzt irgendwo was nicht? Geh mal weg. Hä? Ach, ich glaube, ich weiß. Ich glaube zu wissen, warum. Nee. Du brauchst mich nicht angreifen. Ich bin doch früher immer hinten rumgeflogen. Da fliege ich doch auf einer höheren Ebene direkt, oder nicht? Kann mich jetzt natürlich auch fürchterlich irren. Ich glaube aber nicht. Aber irgendwie kriege ich hier nicht mal mehr den Eingang gewuppt, oder was? Hallo? Wo ist denn jetzt hier der blöde Eingang? Hier, ne? Ja, hier sieht's gut aus. Entschuldigt, liebe Leute. Ich muss näher. So wird ein Schuh draus. Guck mal. Oder? Das muss jetzt klappen. Das ist zu weit entfernt. Okay, wir sind oben. Und ich kann mich noch erinnern, damals, da war Chovar ein richtig mieser, übler Gegner. Halt damals noch Elite. Ja, ich glaube, die muss ich jetzt aber langsamer killen, ne? Es kommt ihm gefährlich nah und das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Hau ich die einfach mal. So, Chovar ist natürlich kein Elite-Vieh mehr. Was schade ist. Okay, er ist immun. So, dann dreh dich mal wenigstens um hier, wenn ich dich haue. Ich kann das noch nicht tun. So. Guck mal her, ein bisschen was aushalten tut der Kleine aber trotzdem noch. Der Kleine vor allen Dingen.
So, habe ich hier irgendwo noch Erz übersehen? Wer bist du denn? Oh, Entschuldigung. Nicht böse sein. So. Dann mal schnell wieder raus. So, dich nehme ich doch mit. Komm. Du kriegst einen auf den Deckel und du sowieso. Dankeschön. So, können wir jetzt direkt wieder abgeben? Okay, normalerweise habe ich es ja nicht so, Entschuldigung, dass ich Quest für Quest erledige und dann abgebe. Ich sammle ja normalerweise. Aber hier hat sich das jetzt einfach so angeboten. So, wir haben 100% Fluggeschwindigkeit. Nein, 150% Fluggeschwindigkeit, das ist schön. Was? Das war doch falsch, oder? Nein, Bewegungsgeschwindigkeit 100%, Fluggeschwindigkeit 150. So doch richtig. Und wir nehmen natürlich wieder das Erz mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt ist mit der Population und mit diesen ganzen Cross-Rhymes und so weiter. Da war noch mal eine Zeit lang, eine gewisse Zeit, wo ich gespielt habe. Habe ja auch immer wieder zwischendurch Pause gemacht. Wo man sich in den Foren so sehr beschwert hat, dass man dank Cross-Rhymes irgendwie keine Erz mehr bekommen hat. Ist das heute nicht mehr so? Ich weiß das nicht. Okay, die Aaskralle, die lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Haben wir die schon gemacht? Ja, ne? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr. So, da müssen wir uns aber auch noch überlegen. Wir sind jetzt Level 65. 65? Jawohl. Da müssen wir uns noch überlegen, wo wir dann mit Level 68 questen wollen. Im Hyal oder im Vashir? Ich bin fast für Vashir. Mokra. Ah, er ist sicher sehr schwer bewacht. Ja, der Kopf von mir. Diesen Kopf stellen wir an den Toren von Garda auf, damit alle ihn sehen können. Die Yoga werden es sich zweimal überlegen, bevor sie heilige Rituale der Magar stören. Das, na, natürlich. So, nehmen wir einfach mal irgendwas. Seid sicher. Dürfen wir jetzt weiter? Dankeschön. So, wo gibt's denn die nächste Quest? Was ist denn das hier? Schlammbesuhlte Kerne. Oh nein, ich habe ein Déjà-vu. Ach, guck an. Ach, guck mal. Daran erinnere ich mich jetzt sogar noch. Jetzt habe ich tatsächlich eine kleine Erinnerung. Den Typen haben wir doch nicht gefunden. Wir wollten, aber der hat irgendwie nie sich blicken lassen. Stimmt's? Gut, dann schauen wir mal nach, ob das diesmal anders ist. Ich hoffe. Dumm-di-dumm. Wir haben zwar 150% Fluggeschwindigkeit, allerdings ist das immer noch ein bisschen... Naja, ich meine, wenn man mehr gewohnt ist, sind 150 dann doch ein bisschen langsam. Aber natürlich immerhin besser als noch das langsamere Mount. Das war jetzt in der Steigerung nicht korrekt. Ein bisschen gegurgelt, aber hoppala. So. Mal gucken, ob Galaxie jetzt endlich auch anzutreffen ist. Hallo, na ihr Lernwandler? Ausgebot der Lehre. Das klingt schon wieder irgendwie leicht beleidigend, ne? Hallo, ne, nicht zu tief, sonst kriegen wir noch einen drauf. So. Ah, da ist schon Josho. Den kennen wir ja noch. Also nein, Quatsch. Niemand kennt den. Also, niemand von uns. Ja, ne? Wäre schön gewesen, wäre er da. Jetzt weiß ich nicht, wurde der jetzt gekillt oder was? Keine Ahnung. Von diesen einen komischen Typen hier, der gerade vorbeigelaufen ist? Ich weiß es nicht. Oder wartet mal, gibt es dafür bestimmte Voraussetzungen, um den zu erblicken? Ja, tötet Gavaxi in der Nähe des Oshogun und kehrt dann zu Ciri beim Aufstiegsgang zurück. Die Anwesenheit von astralen Schurken in dieser Gegend mag GC, der in allen eurer Möglichkeit sieht, vielleicht erheitern, aber sie sind eine wirkliche Bedrohung für die Sicherheit unserer Unternehmung.
Ihr Anführer gab sie ist ein gefährlicher Krimineller und ich habe es zu meinem höchsten Anliegen gemacht, ihn zur Strecke zu bringen. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, dann zieht los und kümmert euch um Gavaxi. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr angemessen entlohnt werdet. Also nein? So direkt stand jetzt da nichts von irgendwelchen bestimmten Voraussetzungen.